Hallo, ihr seht hier gerade die Frisur, die wir heute zusammen machen werden. Es ist ein Dutt, der hinten seitlich im Nacken ist und zu dem Dutt führt ein geflochtener Zopf hin. Ich zeige euch einfach Schritt für Schritt, wie es geht und jetzt geht's auch los. Also, das hier sind jetzt meine Haare, nur mit Shampoo, also Volumen-Shampoo. Und ich habe schon so ein Styling-Spray reingemacht, aber das entfaltet so die Wirkung eigentlich erst, wenn man geföhnt hat. Ich wollte euch das jetzt nur einmal kurz zeigen, dass die doch relativ dünn sind und sehr, sehr glatt. Und so sehen meine Haare eben einfach aus, wenn ich sie noch nicht geföhnt habe. Durchs Föhnen bekommen die natürlich immer noch so ein bisschen mehr Volumen, gerade wenn man das mit so einer Rundbürste macht oder ja, mit irgendwelchen Styling-Produkten. Ja, und jetzt geht's auch los mit dem Tutorial. So, hier bin ich wieder mit geföhnten Haaren. Es geht jetzt auch direkt los. Ihr braucht einfach irgendwie so eine Bürste, die ihr vielleicht normalerweise nehmt. Dann ein Haargummi. Und ich habe noch einen so einen Bobbypin. Und so eine Handvoll, ja, wie nennt man die denn, Haarklammern, einfach Haarnadeln. Das ist alles, was ich brauche. Ich fange an, damit fange ich eigentlich immer an, egal was ich mache, meine Haare zu toupieren. Eigentlich so einmal komplett drumherum. Das spule ich jetzt einfach vor, weil ihr wisst wahrscheinlich, wie toupieren geht. Sind meine Haare toupiert. Es wird halt häufig gesagt, dass das Toupieren die Haare kaputt macht und trocken macht und so. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ist. Also ich glaube, man sieht auch, dass meine Haare relativ stark glänzen, obwohl ich die eigentlich jeden Tag toupiere, muss ich sagen, und auch jeden Tag irgendwelche Produkte benutze und so. Aber ich glaube, das ist halt so der Vorteil von dünnen Haaren, dass die meistens auch glatt sind und glänzen. Also da könnte froh drüber sein. So, wichtig ist vor allem, dass hier vorne diese Strähne toupiert ist, weil die jetzt geflochten wird und wenn man das eben nicht toupiert, dann ist das Ganze so angeklatscht. Ich fange jetzt einfach an zu toupieren und spule einfach wieder vor. Nein, ich fange nicht an zu toupieren, ich fange an zu flechten, genau, und spule das vor. Aber ihr könnt das machen. Ich nehme jetzt hier von hinten immer so ein paar Strähnen dazu. Aber weil es euch das zu schwer ist, ihr könnt auch einfach flechten. Das mache ich auch eben häufig, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Natürlich was vergessen zu erwähnen, und zwar sind das diese winzig kleinen Haargummis. Die werden, glaube ich, häufig verwendet von Leuten, die Dreads haben oder so Rasterzöpfe. Aber die sind halt auch super für dünnes Haar und auch für dickes Haar eigentlich geeignet, wenn man so kleinere Sachen irgendwie fixieren möchte und das nicht auffallen soll. Das mache ich jetzt einmal hier drum, wenn ich so ungefähr hinter dem Ohr angekommen bin. Ist mir weggesprungen. Oh mein Gott. Der Zopf ist jetzt fest, wie ihr seht, und man sieht das Haargummi kaum. Da kann man gleich auch einfach gut die Haare drüber legen und dann fällt das gar nicht mehr auf. Dann kommen wir wieder zum Toupieren. Das ist bei mir recht wichtig, weil das uns einfach gar nicht hält. Ihr habt ja schon gesehen, wie die Frisur nachher aussehen wird. Und das kann ich jetzt nicht so machen, weil dann wird das so ein ganz kleiner Knödel. Deshalb muss ich das erst einmal toupieren. Da gehe ich eben einfach Strähne für Strähne durch und toupiere alles leicht an. Könnte man die Frisur eigentlich auch schon lassen, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Und zwar packe ich jetzt einfach alle Haare auf eine Seite. Toupiere hinten nochmal den Hinterkopf kurz an, damit das eben später nicht so flach anliegt. Wenn jetzt alles auf dieser Seite liegt,
mache ich mir daraus einen Dutt, den ich möglichst locker nehme. Also man darf jetzt nicht alles so total ineinander zusammenknoten, weil dann ist das ganze Volumen wieder weg, sondern ich versuche das möglichst locker so umzuschlagen. Dann nehme ich mein Haargummi und lege das auch sehr locker darum. So, jetzt ist hier noch so ein. Jetzt kommt das hier so raus, das hat man ruhig bei dünnen Haaren sehr häufig. Deshalb nehme ich eben noch die Haarnadeln, mit denen ich das Ganze dann feststecke. So in allen vier Richtungen eigentlich. Oben, unten, links und rechts. Falls jetzt so Haare rausstehen wie bei mir, kann man die damit auch so ein bisschen einklemmen. Und ich mache das so, dass ich von unten reingehe. So, Moment. Ein bisschen durch die Haare gehe, das Ganze dann einmal umklappe und in die Haare reinstecke. Und das gleiche lege ich so von oben rein. Vorne. Und natürlich von hinten. Falls ihr jetzt hinten noch so Haare abschneiden habt oder ein bisschen kürzere Haare habt, könnt ihr auch noch mit so einem Bobbypin das hinten befestigen oder mit zwei, je nachdem, wie es bei euch geht. Dann zupfe ich alles noch so ein bisschen lockerer. Nur, dass hier so Haarsträhnen wirklich mit eingebunden sind. Und dann ist dieser seitliche Dutt mit so einem geflochtenen Detail eigentlich auch schon fertig. Wir können das Ganze nur noch mit Haarspray fixieren, was ich jetzt natürlich vergessen habe und nicht hier habe. Aber das ist eben ein Schritt, den kriegt ihr, glaube ich, auch alleine hin. Ich vertraue euch da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.